sagen, frohes neues Jahr. Wie ihr seht, sind wir nicht mehr in Wernau, sondern da, wo Schnee liegt. Auch bekannt als das Sibirien von Deutschland, a.k.a. Oberschwaben. Oder besser bekannt als Rot an der Rot. Und diese Woche findet hier die Juseta statt. Wir werden euch ein bisschen Einblicke geben und davon berichten. Ja, und los geht's. So. Und wer sich jetzt fragt, was dieses Jahr das Thema der Juseta ist, kriegt schon mal einen kleinen Hinweis. Techno. Nein, doch, Techno ist eins der Unterthemen, würde ich mal sagen. Das Thema dieses Jahr ist nämlich Musik, konkret Jugendglaube, Musik, Spiritualität, alles, was im Großen und Ganzen damit zusammenhängt. Konkret geht es darum, wie man Jugendliturgie und Musik verbinden kann und was Musik vor allem für Jugendliche in ihrem Alltag bedeutet. Ihr habt vorhin schon das Techno-Plakat gesehen, jetzt stehen wir hier vor dem Hip-Hop-Plakat und man merkt, dass man so langsam alt wird, wenn man ziemlich viele der Protagonisten nicht mehr erkennt. Und man stellt sich die Frage, hat mein Kollege Marcel heimlich eine zweite Karriere als Rapper angefangen? Ja oder nein? Nein. Besonders interessant ist, wenn man hier durch die heiligen, barocken, wunderschön dekorierten Hallen läuft, dass man von überall leise Musik hört, und zwar ganz verschiedene Genres. Gerade eben habe ich auch schon ein paar von diesen jungen Menschen gesehen, um die es hier gehen soll. Die sind gerade eben vorbeigelaufen. Sehr interessant hier alles. Die Juseta findet übrigens immer einmal im Jahr statt, und zwar in der zweiten Januarwoche nach den Weihnachtsferien und jedes Jahr zu einem anderen spezifischen Thema aus der Jugendarbeit. Veranstalter sind BDKJ und BJA in Personalunion und eingeladen sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Jugendarbeit und in der Jugendpastorei tätig sind. So, ja, wir haben gerade festgestellt, dass jetzt die absolute Neuerung hier an dieser Stelle, wir haben unser erstes Interview mit Fancy-Schmancy-Mikrofon. Und ich darf ganz herzlich Nadine Meyer begrüßen, Jugenddiözesan-Seelsorgerin. Habe ich das richtig gesagt? Nee, gell, wieder nicht. Diözesan-Jugendseelsorgerin. Fast. Diözesan-Jugendseelsorgerin, herzlich willkommen. So, und gleich mal ein paar Fragen. Wir sind hier jetzt hier auf der Juseta. Ich habe schon gelernt, kurz für Jugendseelsorgetagung. Und erklär uns doch mal, was das hier so ist und was die Juseta vielleicht auch so besonders macht. Soll ich? Ja, dann falls. Gerne. Also die Juseta ist die Fachtagung rund um Themen junger Menschen und wir richten uns an hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der kirchlichen Jugendarbeit. Oh ja, bitte. Ich würde sagen, die Juseta macht total besonders, dass es zum einen von diesen inhaltlichen Impulsen lebt, die jedes Jahr eben aktuelle Themen aufgreifen von jungen Menschen, aber vor allem auch von den großartigen Menschen, die hier sind, also tolle Kolleginnen, tolle Kollegen, die motiviert sind, die Lust haben, gemeinsam zu gestalten und mit denen man halt einfach gemeinsam überlegen kann, wie denn Kirche der Zukunft für junge Menschen sein kann. Und das macht einfach Spaß. Das habe ich tatsächlich auch schon gehört. Ich habe mich nämlich vorher mit ein paar Kollegen unterhalten und ich habe sogar gehört, gerüchteweise, dass jemand trotz Hexenschuss und Erkältung heute hier ist, weil der Austausch mit den Kollegen so wertvoll ist. Schöne Grüße nach Reutlingen-Zwiefalten an dieser Stelle. Also das zieht die Leute wohl schon sehr an. Also man braucht die Juseta, glaube ich, auch zum Austauschen, einfach um Gedankenaustausch, Ideenaustausch. Und jetzt habe ich noch gehört, aus zuverlässiger Quelle, dass die Juseta dieses Jahr 90 Jahre alt wird. Stimmt, ist so alt. Dreimal so alt, fast wie ich. Ja, verrückterweise, die Juseta ist die Tagung für junge Menschen und ist die älteste Tagung der Diözese Rottenburg-Stuttgart gleichzeitig. Und wahrscheinlich ist sie das, weil es einfach Spaß macht, hier zu sein und jedes Jahr immer wieder neue, tolle Impulse dabei sind. Voll gut. Ah, okay, also dann ist ja dieses Jahr. Ja, ja. Ja, ich muss nur für mich selber überlegen. Dieses Jahr ist das Thema Jugendmusik, Glaube. Sex. Fast, ja, das sage ich natürlich nicht, aber okay. Ja, dieses Jahr ist ja das Thema Jugendmusik und Glaube. Auf was können sich denn die hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nächstes Jahr freuen? Wir sind sehr gespannt auf nächstes Jahr und wir freuen uns sehr, dass wir tatsächlich endlich das Thema aufgreifen können, das seit Jahren gewünscht wird von hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vor allem natürlich von jungen Menschen, nämlich das Thema Sexualität und Kirche. Die Frage, wie kirchliche Sexualmoral denn noch mit dem Leben junger Menschen in Zusammenhang zu bringen ist, wie wir über Sexualität sprechen können und ja, einfach alle Themen rundherum
Da werden wir dann natürlich erstmal in die Vorbereitung gehen und sind gespannt, was uns nächstes Jahr erwartet. Aber ich glaube, es wird eine ganz tolle Tagung. Wow, das klingt auf jeden Fall ziemlich spannend und auch sehr kontrovers. Also man darf tatsächlich gespannt sein. Das ist ein sehr interessantes Thema, glaube ich. Vor allem für uns, für die Jugendarbeit, für die katholische Kirche im Allgemeinen. Cool. Jetzt hast du ja gesagt, hier sind viele hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wen konkret meinst du denn jetzt da? Also zum einen sind es natürlich pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Seelsorgeeinheiten, aber auch Jugendreferentinnen, Referenten, Jugendseelsorgerinnen, Seelsorger aus Dekanaten, jugendspirituellen Zentren. Wir haben von verschiedenen Trägern Menschen hier, das heißt aus den Klöstern und natürlich aus allen Berufsgruppen, also Priester, Pastoralreferenten, Gemeindereferentinnen, Referenten, Jugendreferentinnen, Referenten. Und es sind nicht nur hauptberufliche Mitarbeiter, denn wir haben auch die ehrenamtlichen geistlichen Verbandsleitungen eingeladen und wir freuen uns jedes Jahr, dass meistens ein, zwei dann auch tatsächlich die Zeit finden, dabei zu sein. Und das ist einfach auch eine Bereicherung für uns und ich glaube auch für Sie, da in Berührung zu kommen mit den hauptberuflichen und mit den Themen, die wir hier behandeln. Cool, das sind dann auch immer diese Jugendlichen, von denen hier so oft gesprochen wird. dieses Jahr geht es ja um das Thema Jugendmusik, Glaube. Was erwartet denn die hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nächstes Jahr? Ich glaube, nächstes Jahr wird es besonders spannend, denn wir haben seit Jahren auf unseren Zettel der gewünschten Themen das Thema Sexualität und Kirche. Und es ist natürlich ein Dauerbrenner unter jungen Menschen, aber auch unter hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie bekommen wir kirchliche Sexualmoral und Leben der Menschen überhaupt noch zusammen und wie können wir sprachfähig auch werden bei diesem Thema und damit wollen wir uns nächstes Jahr auseinandersetzen und ich glaube, da gibt es viel kontroversen Stoff, da gibt es bestimmt spannende neue Erkenntnisse und ich glaube, so eine bunte Joseta, die viel Spaß machen wird, aber wahrscheinlich auch für reichlich Diskussionsstoff sorgen wird und darauf freue ich mich schon sehr. Wow, das klingt ja in der Tat sehr spannend, sehr interessant auch für nächstes Jahr im Hinblick darauf und kontrovers ist, glaube ich, auch ein gutes Wort. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf. Vielen Dank für das Interview, fürs erste Interview im BDK-Vlog. Wow, und gleich noch eine Frau, wie toll. Ja, das war's von uns, von hier. Bis bald, denke ich. Danke, tschüss, ade. So. Das war's auch schon von der Joseta 2019. Ich hätte fast 2018 gesagt, aber der Jahreswechsel hat stattgefunden. Ja, ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer. Ich bin's auf jeden Fall und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke, tschüss, ade.